Hans, ich muss gleich los. Und ich dachte auch, wir frühstücken zusammen. Höre, Marie, das wird kein normales Frühstück, das wird ein Champagner-Frühstück, verstehst du? Hans, ich muss gleich los. Ich kann heute nicht zu spät kommen. Bitte, jetzt guck nicht so. Ist mein erster Tag im Mordsanat. Bitte. Ach du, Heimat. Hier, tschüss, ihr zwei. Guck mal eben. Hallo? Wo haben Sie den Sport? Ich suche die Schuhsportabteilung für mit Ton. Ich brauche Turnschuh. Die Rolltreppe runter, gleich hinter der Teppichwelt. Hinter der Teppichwelt, das ist. Danke. Hier, Ihr Sofa, das ist aber auch nicht schlecht. Das. Finden Sie? Mhm. Guten Morgen. Na, wo wolltest du denn hin? In Ihr neues Büro. Das heißt, dieser Flachbildschirm-Dingsbums ist für mich? Wahnsinn. Heute ist mein absoluter Glückstag. Du musst nicht erraten, was ich gerade gemacht habe. Pass mal auf. Hallo, Herr Simmel. Soll ich raten, was Sie heute gemacht haben? Sie haben ziemlich alte Turnschuhe an, das fällt mir auf. Andererseits achten Sie sehr auf Ihre Kleidung. Sie haben eine Quittung in der Hand von einem Kaufhaus. Ich vermute, Sie wollten sich heute Morgen neue Schuhe kaufen und die alten gleich da lassen. Da Sie aber keine neuen Schuhe tragen, haben Sie aller Wahrscheinlichkeit was anderes gekauft. Die Quittung ist ziemlich groß. DIN A4 mit Durchschlag. Wahrscheinlich eine Ratenzahlungsvereinbarung oder ein Kaufvertrag. Vielleicht ein Möbelstück. Trifft davon irgendwas zu? Ich bin doch ab heute Ihre neue Partnerin. Das haben Sie nicht gewusst, ne? Tillmann? Ja? Heute? Wieso? Ich dachte morgen. Ja, was soll ich machen? Ich habe keine 5 Arme. Gut, ihr habt's in einer Stunde. Bringen Sie den Wagen zur Inspektion, ich muss meine Rede fertig machen. Klar, Dr. Tillmann. Du, Gregor? Ich fahre gerade den Wagen vom Chef zur Inspektion, ja? Bist du schon mal Automatik gefahren? Nein. Gib her. Gloria? Mhm? Der Wagen vom Chef müsste zur Inspektion. Alles klar. Jetzt. Zu sagen wagt, und das ist die eigentliche Tragödie, ist, dass in Deutschland Begriffe wie Leistung, Effizienz und Wachstum immer mehr und mehr zu Schimpfwörtern gemacht werden. Der deutsche Manager hat in den letzten
an. Kommen Sie. Das muss jetzt zack, zack gehen. Zack, zack. Ich glaube, das haben Sie gerade eben schon gesagt. Jetzt wird mir klar, warum Sie bei mir im Büro sitzen. Sie sind wie vom anderen Planeten und wissen nicht mehr, wie das geht im Morddezernat. Und jetzt sollen Sie was von mir lernen. Dann mache ich mir besser Notizen. Frau Brandt, Sie müssen wissen, wir sind die Wichtigsten am Tatort. Hey, Simmel, alte Hütte. Ich brauche dich hier am Eingang. Frau Kollegin, Sie bleiben besser erstmal am Wagen, okay? Wir wissen auch noch nicht genau, was passiert ist. Nur, dass irgendein Irrer einen Pfund Plastiksprengstoff an die Startbatterie angeschlossen hat. Also, lass hier keinen rein, okay? Sag mal, hast du jetzt hier einen Sheriffstern bekommen? Oder was? Hey, was machen Sie da? Das ist ein exponierter Ort. Es gibt eine Videoüberwachung. Vor mir sehe ich die Fahrertür und die linke Fronttür eines 7er BMW. Dazwischen liegt ein Arm. Das ist der Arm einer Frau. Anfang, Mitte 30, würde ich sagen. Und jetzt fällt mir auf, dass in den Fahrzeugtüren zusätzliche Stahlarmierungen angebracht sind. Dass der Wagen gepanzert war. Was ist mit der Aufzeichnung der Videoüberwachung? Die Anlage ist hin. Wir versuchen, das Videoband zu retten. Warum rennen Sie eigentlich hier hin, obwohl ich Ihnen das verboten habe? Es tut mir leid. Ich habe nicht begriffen, dass das ein Verbot war. Du begreifst nicht so viel, oder? Da mit dieser Tötungsart an einem solchen Ort auch der Tod anderer Billigend in Kauf genommen wird, mutmaße ich, der Täter ist ein psychotischer Mann. Einer, der sich als Feind des Fahrzeughalters sieht. Und dass der Wagen gepanzert ist, kann ja durchaus bedeuten, dass die Frau Feinde hatte. Ist der Wagen auf Sie zugelassen? Müller? Der Wagen sollte zur Inspektion. Ich hätte das selbst gemacht. Das heißt, ich wollte... Wir glauben, das ist das Werk eines psychotischen männlichen Einzeltäters. Sie fahren einen gepanzerten Wagen. Heißt das, dass Sie ein besonderes Sicherheitsbedürfnis haben? Wer in Deutschland bestimmte Themen anspricht, die nicht jeder hören will, eckt an. Man bekommt Drohbriefe und passiert das öfter, dann verlangt die Lebensversicherung eine gepanzerte Limousine. Ich muss Gloria als Lebensgefährten verständigen, dass sie nicht mehr nach Hause kommt. Warum bekommen Sie Drohbriefe? Ich bin Wirtschaftsanwalt. Ich habe mich darauf spezialisiert, Unternehmen im heiklen Fall einer Umstrukturierung zu begleiten. Im Speziellen bei der Auflösung von Arbeitsverträgen. Und wer das tut und darüber spricht und damit Geld macht, macht sich in einer Neidgesellschaft naturgemäß nicht immer nur Freunde. Entschuldigen Sie, aber Gloria ist tot. Das ist ein Schock. Das heißt konkret, Sie sorgen dafür, dass Menschen entlassen werden. Hat schon mal jemand versucht, Sie umzubringen? Nein. Nein. Das heißt, natürlich gibt es Menschen, die mich bedrohen. Radikale Organisationen. Das waren vorwiegend Studenten, die das gemacht haben und die... Entschuldigen Sie. Herr Dr. Tillmann, bitte. Wir müssen wissen, wer alles Ihnen gedroht hat. Wir hätten den Täter gerne, bevor er merkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Wer hat ihn gedroht? Wir brauchen konkrete Namen. Ja. Ja. Bitte kommen Sie.
Gloria hat ihr eigenes System aufgebaut. So, ja, das hier sind die unsachlichen Beschwerden, allgemeine Todesdrohungen. Also wenn Leute sagen, ich wünschte, sie wären tot und so weiter und so fort. Tja, und das hier sind die echten Morddrohungen. Sind aber, glaube ich, nur 10 oder 12. Nur? Alter Schwede. Beck, Einsatzleiter SEK. Was haben wir? Da hat mir jemand ein Weihnachtspaket mit Exkrementen geschickt. Asche zu Asche, Scheiße zu Scheiße. Das macht Ihnen nichts aus? Nein, ich habe die Zeit nicht, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die glauben, dass ich für ihr Leben verantwortlich bin. Na, hier zum Beispiel. Chemielaborant. Z-12, Militär. Na, lesen Sie. Lesen Sie. Deswegen genieß deine letzten Tage, du mieses Anwaltsschwein, denn ich spreng dich, du Sau. Das brauchen wir. Wir kümmern uns darum. Wir nehmen das jetzt alles mit und werten das aus. 1 an 3. Müller hört. Müller, ich brauche dringend 2 Leute hier oben. Oder warte, besser noch, ihr nehmt die Sachen damit runter, ja? Tja. Entschuldigung, was ist das noch für ein Ordner? Das ist Frau Finke. Ich sollte in Frühpension geschickt werden. Darf ich? Ja, bitte. Die hat mir unzählige Briefe geschrieben, aber die sind weniger aggressiv als vielmehr paranoid. Um die Frührentnerin kümmert ihr euch dann, ja? Ich schicke euch 2 Streifenwagen zur Unterstützung. Simmel, zack, zack. Tja, also, bitte. Reinhard Beck kenne ich nur aus der Ausbildung. Er denkt, er ist der Größte, seitdem er beim SEK ist. Ich hasse das, wenn Leute zu einem zack, zack sagen. Ich habe sowas wie in der Tiefgarage noch nie gesehen. Sie? Sie wissen aber schon, dass ich einen dritten Dan in Kickboxen habe. Sind unsere Kollegen schon da? Ihr kriegt 2 Streifenwagen! Und die sind noch nicht da. Ich hasse das, wenn man zu mir zack, zack sagt. Ich hasse das. Ich habe keine Lust mehr, auf die Jungs zu warten. Ich gehe jetzt mal fragen, ob die Frau Finke überhaupt da ist. Schönen guten Tag. Sagen Sie, guter Mann, wir suchen Frau Finke. Kripo Köln, Simmel. Das sind Sie bei mir richtig. Kaffee, das wär's doch jetzt, ja. Das ist wirklich sehr nett, Herr Finke, nicht? Mhm. Wo ist denn Ihre Frau? Herr Simmel, wir müssen leider wieder los. Kommt bitte rein, die Küche. Herr Finke? Meine Frau ist tot. Sie ist aus dem Fenster gesprungen, heißt es. Aber in Wirklichkeit hat der Tillmann sie getötet. Dieser Tillmann ist ein Killer. Stellen Sie sich neben Ihren Kollegen daneben. Ja. Meine Frau war 20 Jahre Lebensmittelchemikerin bei Lösch. Vor einem Jahr hat Lösch angefangen, Leute zu entlassen. Reihenweise von heute auf morgen. Da hat sich meine Frau gegen diese Entlassungen eingesetzt. Sie selbst war unkündbar vor einem Betriebsrat. Da haben sie diesen Tillmann angeheuert, damit er sie kaputt macht. Sie haben auf uns gewartet. Heute ist ja großer Tag. Es ist kein großer Tag. Es ist mein letzter Tag. Machen Sie den Schrank auf. Machen Sie ihn auf! Vorsichtig! Und noch. Unten. Das ist genug, um
um die halbe Straße in die Luft zu sprengen. Und wenn sie auf die Idee kommen sollten zu schießen, dann fliegen wir noch früher in die Luft. Herr Finke, was wollen Sie? Ich will, dass Sie mir zuhören. Ich will, dass Sie es alle wissen. Weil niemand hat uns zugehört. Niemand. Finke, Sie können uns das Ganze auch ohne Waffe erzählen. Wir könnten ein Protokoll machen. Bleiben Sie stehen! Zuerst hat jemand dafür gesorgt, dass meine Frau in ein kleineres Büro gekommen ist. Dann hat ihr den Dienstwagen weggenommen. Dann das Projekt, an dem sie gearbeitet hat. Dann hat meine Frau angezeigt, sie hätte angeblich irgendwelche Forschungsunterlagen gestohlen. Zu diesem Zeitpunkt hat schon niemand mehr mit meiner Frau gesprochen. Sie ist nach Hause gekommen und hat geweint. Und da habe ich gesagt, nein, nein, nein. Das war's, was ich geweint. Du hast an mich. Hat meine Frau Krebs gekriegt. Tillmann hat ihr ins Krankenhaus ein Schreiben geschickt, dass ihr 2/3 des Gehaltes kostet. Da hat meine Frau die Chemotherapie abgebrochen. Jetzt sterbe ich, hat sie gesagt. Jetzt sterbe ich. Finden Sie nicht, dass wir das an einem anderen Ort besprechen sollten? Es gibt keinen anderen Ort mehr. Es gibt nur noch diesen Ort hier. Es ist dunkel, schwarz. Meine Frau ist aus dem Fenster gesprungen. Sie hatte kein Gesicht mehr. Aber das sage ich Ihnen. Dieser Tillmann, der hätte es verdient, dass ihn jemand jede einzelne Sekunde seines Lebens erschießt. Das ist das Einzige für mich, was auf der Welt noch zählt, dass er weg ist, dass er endlich weg ist. Herr Finke. Finke, was? Es gibt keinen Finke mehr. Aber ich will, dass alle die Wahrheit wissen. Ich will die Presse hier, die Presse und ein Kamerateam. Besorgen Sie mir ein Kamerateam. Alle sollen draußen wissen. Ja, Herr Finke. Ich brauche sofort ein Kamerateam. Ich greife jetzt in meine Tasche und hole ein Handy heraus. Ich besorge Ihnen ein Kamerateam. Gut, besorgen Sie mir ein Kamerateam, aber ganz schnell. Sie sollten aber wissen, Dr. Tillmann ist nicht weg. Sie haben seine Sekretärin umgebracht. Ja, Brandenburg. Verstehen Sie, das war Tillmann. Tillmann war das. Tillmann. Tillmann. Tillmann war das. Geben Sie mir die Waffe. Tillmann war das. Tillmann. Tillmann. Danke, Frau Zetsche. Frau Brandt? Ja. Herr, Simmel. Simmel, Engler. Gustav Engler, setzen Sie sich doch. Moment. Ich bin seit 12 Jahren bei Mort. Ich war bisher in Düsseldorf. Auf dieser Seite des Schreibtisches, aber wie dem auch sei. Ich habe in meiner gesamten Laufbahn keinen so aufsehenerregenden Fall erlebt, der in so kurzer Zeit und so befriedigend aufgeklärt werden konnte. Meinen aufrichtigen Glückwunsch. Glauben Sie mir, ich bin für gewöhnlich der Letzte, der sagt, lasst uns die Medien holen, aber in diesem konkreten Fall sehe ich keinen Grund, Ihnen diese ausgesprochen gute Neuigkeit vorzuenthalten. Ich schon. Bitte? Ich bin sicher, dass da noch jemand involviert ist. Vor dem Haus Finke stand ein blauer Kombi. Der Fahrer hat uns bzw. das Haus beobachtet. Können Sie das bestätigen, Herr Simmel? Nein. Wir wurden beobachtet. Verstehen Sie mich nicht falsch, Frau Brandt. Ihr Gefühl in Ehren, aber ich halte mich lieber an Fakten, Indizien, Beweise. Und die sprechen allesamt dafür, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Da war ein blauer Kombi. Sie haben da etwas Erde im Gesicht. Mhm. Ich kenne diese Sorge, man könnte irgendetwas übersehen haben. Aber die halte ich in diesem Fall für völlig unbegründet. Ich schlage vor, Sie genießen jetzt erstmal Ihren Erfolg.
Nein, vielen Dank. Ich sehe mir lieber die Aufzeichnung aus der Tiefgarage an. Gut. Gut. Sehen Sie, da ist Finke. Da packt er den Plastiksprengstoff unter den Wagen. Der war mal Uhrmacher, dann Zeitsoldat, dann war er vorbestraft und dann in psychiatrischer Behandlung. Wahnsinn. Da ist Tillmann. Guten Tag. Herr Dr. Tillmann, guten Tag. Ich wollte mich persönlich bedanken. Wo finde ich Ihren Chef, Herrn Beck? Das ist nicht unser Chef. Der war Einsatzleiter, aber das ist... Nee. Dann richten Sie mir einen herzlichen Dank aus. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Es kommt im Sommer raus, die ersten Exemplare. Ich habe mir erlaubt, eine persönliche Widmung reinzuschreiben. Als Zeichen meiner Dankbarkeit dafür, dass Sie den Fall so schnell gelöst haben. Für Herrn Beck, bitte. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wussten Sie, dass Frau Finke sich umgebracht hat? Nein. Würden Sie sich die Aufzeichnung mit uns noch mal ansehen, bitte? Nehmen Sie Platz. Schauen Sie, Dr. Tillmann, Sie gehen da vorne an den Säulen vorbei und bleiben hinten an der Säule stehen. Warum tun Sie das? Ja, weil mein Mobiltelefon geläutet hat, das sehen Sie doch. Aber Sie hätten auch andersrum gehen können. Wie meinen Sie das? Sie hätten anders herumgehen können. Ja, das hätte ich. Habe ich aber nicht. Warum? Das ist Frau Brands erster Tag wieder im Morddezernat. Wir hatten heute wirklich einen sehr schwierigen Einsatz und... Dr. Tillmann, gibt es für Sie bestimmte Wege, die Sie als magisch empfinden? Als Glück bringt? Zum Beispiel, wenn Sie zwischen Säulen immer auf der rechten Seite gehen oder hinter einer bestimmten Säule stehen bleiben? Nein, ich bin nicht abergläubisch, wenn Sie das meinen. Vielleicht sollten wir in die Kantine gehen und uns einen kurzen gönnen. Was meinen Sie, Frau? Warum hat der Finke Sie so gehasst? Ich vermute, dass er mich für den Freitod seiner Frau verantwortlich gemacht hat. Wissen Sie, es gibt immer mehr Menschen, die Verantwortung für ihr Leben längst abgegeben haben. Und die nichts mehr anderes tun, als jemanden zu finden, der daran schuld ist, dass es ihnen so schlecht geht. Können Sie sich vorstellen, dass Finke noch Komplizen hatte? Oder jemand, der ihm geholfen hat? Vorstellen kann ich mir viel, aber ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber wenn es so wäre? Herr Tillmann, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Vielen Dank nochmal für die Bücher. Tillmann, ne? Der ist Jurist, Unternehmensberater und Psychologe. Als der seinen zweiten Doktor gemacht hat, da habe ich noch Edelstahltöpfe in Halle verkauft. Also hier, ohne Zustand. Oh, danke. Sie geht andersrum, sehen Sie? Sie nimmt den direkten Weg. Aber schon, dass sie sich etwas merkwürdig verhalten, oder? Ich glaube, dass ja alles höchst merkwürdig ist. Ich würde mir gerne Finkes Haus noch mal ansehen. Sie haben noch gehört, was der neue Chef gesagt hat? Irgendjemand in einem blauen Kombi hat das alles beobachtet. Wie finden Sie eigentlich den neuen Chef? Wir könnten nach Einbruch der Dunkelheit dahin fahren. Vielleicht gab es ja einen Komplizen oder zumindest einen Mitwisser. Frau Brandt, das waren vielleicht irgendwelche Handwerker. Ich gehe mal zum Sport. Herr Simmel, ich sage Ihnen jetzt mal, was mir aufgefallen ist. Schauen Sie mal. Ich denke, er wählt diesen Weg aus zwei Gründen. Erstens, er will, dass die Kamera ihn aufzeichnet. Er will dokumentieren, dass er zufällig diesen Anruf bekommt und gar nicht dazu kommt, in seinen Wagen zu steigen. Und zweitens, weil er auf diese Weise da hinten, hinter dem entfernten Betonpfeiler zum Stehen kommt. Weil er Angst hat. Der will nicht näher ran. Herr Simmel-Tillmann wusste, dass eine Bombe in seinem Auto ist. Sie da wirklich rein? Das merkt doch keiner. Geht doch ganz schnell. Wir kleben die Siegel gleich einfach wieder hin.
Herr Simmel, was machen Sie da? Haben Sie was gefunden? Nee, ich hab mir heute Morgen so ein ähnliches Sofa gegeben. Ich denke, unsere Kollegen waren ziemlich gründlich. Mit allem. Ich weiß 100%, wenn was nicht stimmt. Naja, Ihre Gefühle in allen Ehren, aber ich denke, wir sollten gehen, hm? Ist kein Gefühl, Herr Simmel. Ich weiß das einfach. Ist wie bei einer schwierigen Mathematikaufgabe. Gut, dann soll ich mir mal einen klugen Geh pinkeln. Hallo? Hallo? Ich weiß, dass Sie da sind. Ich höre Sie atmen. Brand? Ja, hier unten. Scheiße, scheiße. Frau Brandt? Da war jemand. Ich habe eine 750 Milliliter Farblackdose nach ihm geworfen. Und warum sind da keine Spuren von ihm? Weil da nur Spuren von Ihnen sind. Wenn die Kollegen sehen, was wir aus dem Tatort gemacht haben, dann sind wir sowas von erledigt. Danke, Herr Simmel. Da war jemand. Gute Nacht, Frau. Gute Nacht, Herr Simmel. Haltestelle Geldernstraße. Übergang zu den U-Bahn-Linien 1, 5 und 18. Herr Simmel, der Mann aus Finkes Haus sitzt hier bei mir in der S-Bahn. Wir halten in circa 2 Minuten in der Geldernstraße. Kommen Sie dahin und steigen Sie zu, schnell. Ich weiß, dass Sie da hinter der Ecke stehen. Mein Name ist Marie Brandt von der Kripo Köln. Wir hatten eben bereits das Vergnügen im Haus von Herrn Finke.
Gewidmet allen Opfern unseres Sozialstaats ist es mein Ziel, jenen zu helfen, welche zu Ausbeutern, Blutsaugern und Verbrechern gestempelt wurden. Den Unternehmern, den Vermietern, Arbeitgebern, kurz den Besserverdienenden. Kündigung der Unkündbaren. Das Casanova-Syndrom. Autosuggestion, ein Mittel der Menschenführung. Führung hat auch mit Verführung zu tun. Die Idee, dass der Arbeitgeber auch jene zu dulden hat, die seinen Betrieb durch Faulheit, Inkompetenz und ein gestörtes Standesbewusstsein zerstören, führt zu einer Situation wie im Krieg. Den Widerstand einer Frau mit den Mitteln des Charmes zu brechen bedeutet, erstens, wir nennen unseren Namen innerhalb des Gespräches so oft es geht. Zweitens, wir verknüpfen unseren Namen mit positiven Adjektiven. Adjektive? Die größte Kunst des Kriegsherrn aber besteht darin, dafür zu sorgen, dass seine Feinde sich gegenseitig auslöschen. Wer ist der gut aussehende Typ auf deinem Buch? Findest du ihn gut aussehend? Auf jeden Fall will ich ihn nicht in meinem Bett. Durch einen Zufall in Wiesbaden-Waldorf auf der Hof Tillmann gestern Vormittag einen Bombenattentat. Seine Sekretärin Gloria Ullmüller kam dabei ins Leben. Ich bin natürlich sehr erschüttert, dass dieser feige Anschlag, der meiner Person gegolten hat, einer Mitarbeiterin von mir das Leben gekostet hat. Aber Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich mich von so sinnloser Gewalt nicht von meinem Weg abbringen lasse. Ich werde weitermachen. Jetzt erst recht. Danke vielmals. Als gefeierter Verteidiger der Arbeitgeber und scharfer Kritiker des Sozialschmarotzertums ist Anwalt Dr. Ulf Tillmann bekannt. Die Motive des Sprengstoffattentäters werden im privaten Bereich vermutet. Die genauen Umstände der Tat will die Polizei in den nächsten Tagen bekannt geben. Es ist unserer schnellen und kompetenten Arbeit zu verdanken, dass wir den Täter nur wenige Stunden nach dem Anschlag fassen konnten. Morgen. Morgen, Herr Simmel. Morgen. Tja, gestern Nacht wurde in Pinkes Haus eingebrochen. Es gibt Spuren von Vandalismus. Farbe am Boden und so. Wir wissen nicht, ob es Jugendliche waren oder ob das vielleicht eine andere Dimension hat, aber vielleicht haben Sie ja eine Ahnung. Nee, was denn für Spuren? Zahlreiche Fußabdrücke und irgendjemand hat die Toilette benutzt. Na gut, dann gebe ich das so zum Staatsanwalt. Aber falls Ihnen oder Ihrer Kollegin, also falls Ihnen noch was einfällt, dann geben Sie mir Bescheid, ja? Glückwunsch nochmal zu Ihrem Fernsehauftritt. Glückwunsch? Wie meinen Sie das? Das war doch sehr stimmungsvoll. Stimmungsvoll? Ja, das ist doch ein toller Fernsehtyp, Sie. Machen Sie sich über mich lustig, Herr Simmel? Nein. Denken Sie, ich mache das gern? Hier geht es nicht um mich, Herr Simmel. Hier geht es um einen Mordfall. Mord, ja? Vergessen Sie das nicht. Also, danke. Frau Brandt? Da ist unser Mann von gestern Abend. Hans Mautes, vorbestraft wegen Körperverletzung, arbeitet jetzt offensichtlich als Privatdetektiv. Haben Sie das gerade mitbekommen? Hm? Und wenn das nicht ist? Dann ist das nicht. Ja, aber wir können doch nicht alle Vorschriften über den Haufen werfen, nur weil Sie Tillmann unsympathisch finden. Es geht nicht um Sympathie oder Antipathie, Herr Simmel. Ich stelle sachlich-logische Zusammenhänge her und habe dabei keinerlei Emotionen. Wie eine Rechenmaschine, so wie Terminator. Meinen Sie Terminator 1, 2 oder 3? Sowas schauen Sie sich an? Und jetzt heißt es, Bares ist Wahres und im Jackpot sind 2.500 Euro. Anrufen, mitmachen unter 0180 74 74 74. 2.500 Euro. Einfach so gewinnen. Der absolute Hammer. 2.500 Euro. Bam! Das muss es sein. Keiner da?
Sie können doch hier nicht einfach einbrechen. Ich breche nicht ein, ich tue nur meine Pflicht. Hier riecht es definitiv verbrannt. Ich gehe davon aus, dass in dieser Wohnung die Herdplatte nicht abgestellt wurde. Es ist ein polizeilicher Aufgabenbereich. So arbeitet man also sachlich logisch, ja? Keine Angst, Herr Simmel. Ich nehme das auf meine Kappe. Das ist aber sehr großzügig und lieb von Ihnen, Frau Brandt. Was sagen wir eigentlich, wenn er wiederkommt? Herr Simmel, Sie wirken sehr unentspannt. Ich bin auch unentspannt. Das ist der Mann von gestern. Und der Junge ist wahrscheinlich sein Sohn. Was sind das für Geräte? Das ist auf jeden Fall ein Richtmikrofon. Und das hier sind Bauteile für eine Wanze und Minikamera oder so. Herr Simmel, schauen Sie doch mal hier. Erzählen Sie ihm mal, dass es hier verbrannt riecht. Gehen Sie da rein, ich mach das. Gehen Sie da rein, los. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Simmel, Kripo Köln. Bleiben Sie ganz ruhig. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Natürlich habe ich einen Durchsuchungsbefehl. Und ist das Ihr blauer Wagen da draußen? Ja. Und wo ist der Durchsuchungsbefehl? Hallo. Mein Name ist Marie Brandt von der Kripo Köln. Wir haben uns gestern kurz in der S-Bahn gesehen, bevor Sie weggelaufen sind. Was haben Sie vorher im Haus von Herrn Finke gemacht? Los, antworten. Sie haben Herrn Finke beobachtet. Und Frau Finke auch. Ich habe hier Bilder gefunden auf Ihrer Digitalkamera. Warum haben Sie das gemacht, Herr Mautis? Ich muss Sie mal saugen. Sie sollten wirklich antworten, wenn eine Dame Sie so höflich fragt. Ich bin nämlich nicht so nett wie meine Kollegin. Ja, ich habe die überwacht, die Finkes. Für eine Firma, Lösch heißt die. Ja, für die hat Frau Finke gearbeitet. Und jetzt hatten sie Angst, dass Frau Finke Betriebsgeheimnis an die Konkurrenz verkauft. Ja, und ich sollte nur schauen, mit wem die sich treffen, die Finkes, oder wo die hingehen. Aber als Frau Finke dann tot war, warum haben Sie weitergemacht? Doch, doch. Sie haben Herrn Finke beobachtet. Sie haben gewusst, dass er eine Bombe baut. Herr Mautis, warum haben Sie denn nichts unternommen? Oder haben Sie irgendjemand darüber informiert? Nein, ich war immer nur vor dem Haus. Ich wusste doch nicht, was er da plant. Und warum waren Sie gestern in dem Haus? Sie haben Ihre Kameras bei Finke installiert, um jeden seiner Schritte zu überwachen. Und gestern haben Sie die Geräte wieder abgebaut. Nein, ich war doch einfach nur so drin. Ich dachte, vielleicht finde ich da irgendwas. Papiere oder Unterlagen, die ich an Lösch verkaufen kann. Ja, ich habe Schulden, ich brauche Geld. Herr Mautis, ich nehme Ihnen das nicht ab, dass Sie nur einfach so da waren. Wer hat Sie beauftragt? Sie haben gewusst, dass die Autobombe für Dr. Tillmann bestimmt war. Nein! Und Sie haben ihn gewarnt, doch. Nein! Kennen Sie Dr. Tillmann? Ja, nein, nicht persönlich. Aber jetzt hören Sie doch mal auf mit dem Blödsinn. Herr Mautis, ich verdächtige Sie der Beihilfe zum Mord und wir müssen Sie leider mitnehmen. Bitte. Dann will ich meinen Anwalt. Mhm. Ja, auf dem Präsidium. Stehen bleiben. Ich will aber meinen Anwalt. Ja. Und anschnallen. Ich sag Ihnen was, ohne Anweisung macht er nichts, aber auf Anweisung macht er alles. Hm. Moment. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es den Knaben gibt. Dankeschön. Ja, Frau Minitz.
Ich notiere. Es tut mir leid, dass das ein Geburtstag ihres Kindes passiert ist, aber... Wenn ihr mal einen Stift im Büro mitnimmt, dann ist das Diebstahl und das bringen wir zur Anzeige. Es tut mir leid. Ja, Frau Militsch. Dr. Tillmann ist für Sie nicht zu sprechen und ich möchte Sie bitten... Frau Militsch, wenn Sie mich noch einmal beleidigen, erstatte ich Strafanzeige gegen Sie. Ich kann nichts dafür, dass Ihr Kind weint. Frau Brandt, hallo. Ich grüße Sie. Dr. Tillmann, hallo. Hallo. Wir laufen jeden Morgen 9 bis 10. Mach den Kopf frei. Und, haben Sie ihn freigekriegt? Ich mag die Art, wie Sie fragen. Schnörkellos, originell. Ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Und wie Sie sich umsehen. Und was Sie reden. Auch einen Tee? Danke. Ich nehme gerne ein Wasser. Ein Wasser, bitte. Ach, lassen Sie nur, ich mach schon. Dankeschön. Darf ich Sie was fragen? Bitte. Wie viele Bücher sind im Raum? 28. Wie viele Lampen? Nicht hochgucken? 9. Wie viele Gläser? 14. Ja. Es gibt nicht viele Menschen wie uns. Als ich ein Kind war, da dachte ich, ich wäre verrückt. Dass ich anscheinend alles konnte und alles wusste. Wie war das bei Ihnen? Ich dachte, alle wären so wie ich. Normalerweise ist es so, dass wir uns nach den anderen richten. Ist doch so, oder? Die Elite stellt sich dumm, damit das Mittelmaß sich nicht beleidigt fühlt. Lieben Sie Denkspiele auch so sehr? Exakt. Angenommen, Sie hätten gewusst, dass eine Bombe in Ihrem Wagen liegt. Das ist mir zu makaber. Ich meine ja auch nur angenommen, Sie hätten. Dann wäre die Weitergabe des Autoschlüssels doch praktisch Mord. Dann hätten Sie dadurch, dass Sie zu Ihren Angestellten sagen, fährt mal einer meinen Wagen weg, billigend in Kauf genommen, dass einer von Ihnen stirbt. Ich hab's aber nicht gewusst. Aber so wie ich Sie einschätze, Herr Dr. Tillmann, überlassen Sie nichts dem Zufall. Vielleicht gab es in Ihrer Firma nur einen Menschen, der Ihren Wagen fahren würde. Nämlich Gloria. Sie hätten also Ihre Sekretärin in den Tod geschickt und uns zum harmlosen Finkel gehen lassen und riskiert, dass wir dabei zu Schaden kommen. Logisch. Und richtig. Aber warum? Warum sollte ich das tun? Tja, darum geht es ja in meinem Denkspiel. Ich habe keine Ahnung. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Gloria ist ein ganz, ganz wunderbarer Mensch gewesen. Ich habe sie wirklich sehr, sehr, sehr gemocht. Herr Dr. Tillmann, kennen Sie einen Hans Mautes? Nein, wer ist das? Er hat mit Ihnen studiert und er war Werksdetektiv bei einem Ihrer Klienten. Ja, kann sein, aber ich kenne ihn nicht. Das ist jetzt wirklich seltsam. Er hat so viel mit Ihrer Arbeit zu tun. Kann es nicht sein, dass Herr Mautes in Ihrem Auftrag die Finkes ein wenig eingeschüchtert hat? Ich glaube, ich habe sie überschätzt. Die Kunst des Krieges ist dafür zu sorgen, dass sich die Feinde gegenseitig vernichten. Herr Dr. Tillmann, ich weiß, dass Sie von der Bombe gewusst haben. Ich wette mit Ihnen, dass sich für einen von uns zwei in den nächsten 14 Tagen das Leben massiv verändern wird. Schon aus beruflichen Gründen kann ich diese Wette nicht annehmen. Sehen Sie, und genau dieser kleine Hinderungsgrund wird sich vielleicht in nächster Zeit verändern. Ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiedersehen, Frau Brandt. Herr Dr. Tillmann. Die Lösch GmbH hat Herrn und Frau Finke durch den Privatdetektiven Hans Mautes aufgrund des dringenden Verdachts der Unterschlagung und der Gefahr der Weiterveräußerung betriebsinterner Forschungsunterlagen überwachen lassen. Die Überwachung erfolgt im legalen Rahmen. Ich sage Ihnen eins, Herr Staatsanwalt. Herr Mautes hat im Auftrag von Dr. Tillmann die Finkes beschattet und in Angst eingejagt. Herr Simmel, das ist eine unsachliche und vor allem falsche Behauptung. Herr Dr. Tillmann berät die Lösch GmbH ausschließlich im Rahmen des Personalmanagements. Meine Kollegin und ich haben gestern Nacht im Haus der Finkes Herrn Mautes überrascht. Ach, Herr Mautes handelte ohne unsere Zustimmung. Ich habe eine eidesstattliche Erklärung von Herrn Mautes, dass er das Haus im Unwissen über die Grenzen der Überwachung einmalig betreten hat. Es besteht keine
Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Ich denke, Sie werden ihn wieder auf freien Fuß setzen. Ich sag Ihnen mal was. Ihr Mautis, ja, ist ein typischer Befehlsempfänger. Der geht nicht einfach in irgendein Haus, schon dreimal nicht, wenn es die Polizei als Tatort gesperrt hat. Dafür hat er einfach zu viel Schiss. Der macht nichts ohne Auftraggeber. Sie, Herr Kommissar, waren also gestern Nacht noch im Hause des Herrn Finke. Ja. Ich sehe, Sie haben da erst noch ein paar Interne zu klären. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bezüglich des Tatortes Finke liegt uns tatsächlich eine interne Anzeige vor. Wissen Sie was darüber? Tillmann wollte, dass die Bombe Gloria in den Tod reißt. Und er wollte, dass Finke stirbt. Ja, und warum, bitteschön? Er hat persönliche Motive und die werden wir rausfinden. Ist das Ihr fünfter Pudding? Mhm. Essen Sie nachmittags immer so viel Süßes? Nee, nur wenn ich unterzuckert bin. Und unterzuckert bin ich dann nur, wenn ich gestresst bin. Und gestresst bin ich, wenn ich diesen Sausack von Staatsanwalt sehe. Was hat er denn gesagt? Wollen Sie auch einen Pudding? Er hat Mautis gehen lassen. Ich wollte euch die beiden Kollegen von der Spurensicherung vorstellen. Hallo. Die haben ihre kostbare Zeit damit vergeudet, einen Arschabdruck zu sichern, von dem sich jetzt herausgestellt hat, dass es deiner ist, Timmel. Glückwunsch. Weiter so. Ich glaube, ich hau ihm gleich eine rein. Immerhin ist es dreilagig, Herr Simmel. Wir lassen uns nicht provozieren. Mhm. Hallo. Sind Sie die beiden von der Polizei? Ja. Marie Brandt. Schubert. Simmel, hallo. Danke. Jetzt habe ich für einen kurzen Augenblick gedacht, Gloria steht da am Esstisch. Haben Sie hier zusammen gewohnt? Darf ich? Ja, gerne. Wir waren nur ein halbes Jahr zusammen, aber ich war oft hier. Wo ist denn das ganze andere Zeug? Das ist abgeholt worden gestern. Gloria hat nur ihre Tante in Bielefeld und Dr. Tillmann hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Sachen hinzuschicken. Hat Dr. Tillmann Gloria die Wohnung auch besorgt? Ja. Der war wie ein Vater zu ihr. Hat ihr auch die Ausbildung gezahlt und alles. Ich konnte stundenlang erzählen, wie genial ihr Chef ist. Und dann hat sie ihm dieses weiße Seminar organisiert. Was für ein Seminar? So ein exklusives Seminar, so für Coaching. Sie durfte nichts darüber erzählen, nicht mal mir, aber da war sie ganz stolz drauf. Sie hat bei den Tillmanns zu Hause Baby gesittet. Einmal hat der Dr. Tillmann ihr eine Flasche Wein geschenkt und dann war das so ihr Glückswein. Ja, die hat den schon richtig verehrt, den Dr. Tillmann. Wo findet dieses Seminar statt? Weiß ich nicht, irgendwo außerhalb. Mal eine ganz andere Frage. Gloria, die sah ja richtig gut aus. Und Dr. Tillmann war ja ein erfolgreicher Mann. Sind die beiden irgendwann zusammen mal weggefahren? Allein? Also allein? Weggefahren? Ja, hat Gloria nicht irgendwann mal gesagt, du Schatz, heute Nacht schlafe ich bei einer Freundin und dann war das Handy aus? Ich meine, sowas ist mir auch, das ist dem Besten schon passiert. Der hat bei den Tillmanns Baby gesittet. Also auf den Sohn aufgepasst, wenn Sie das meinen. Das heißt, es ging auch manchmal bis spät. Was? Ich will damit nur sagen, kann es da nicht auch passieren, dass die beiden irgendwann mal zusammen über die Hügel der Lüste gewandert sind? Ich meine, ich hatte mal eine Perle, die kam von den Überstunden mit ihrem Chef. Herr Simmel, können Sie freundlicherweise mal nebenan nachsehen, ob da noch Beweismaterial ist? Herr Schubert, das ist jetzt sehr wichtig. Gab es in der letzten Zeit Unstimmigkeiten zwischen Gloria und Dr. Tillmann? Sie hat mich einmal gefragt, meinst du, der Tillmann mag mich noch? Weil es wurde eine neue Praktikantin eingestellt. Und ich glaube, der Tillmann war einfach nur beschäftigt, aber der mochte die Gloria. Heute Morgen habe ich in meinem Portemonnaie einen Zettel gefunden, auf dem steht, dass sie mich liebt. Sie hat mir immer gerne Sachen versteckt, weil sie gedacht hat, dass sie mir damit eine Freude macht. Und jetzt habe ich das Gefühl,
Sie kommt jeden Moment um die Ecke. Hier drei Stück aus der Bücherei. Rest vom Schützenfest. Ich verspreche Ihnen, wir finden den Mörder. Du musst mir helfen. Ich muss gar nichts. Ulf, die sind in meine Wohnung eingebrochen. Die machen Druck. Der Kommissar hat mich zusammengeschlagen. Und diese Frau, die ist wie ein Bullterrier. Die lässt nicht locker. Ich spür das. Du, ich hab Angst vor der. Angst, da steckst du ganz alleine drin. Du hast es versaut. Und du gehst in den Knast. Du hast doch gesagt, ich will die nicht mehr sehen. Du wolltest doch, dass sie stirbt, die Finke. Du hast doch... Hab ich das gesagt? Ich pack das nicht, Ulf. Ich kann da nicht mehr hin. Ulf, bitte gib mir ein bisschen Geld. Ich hau ab, ich verschwinde. Du siehst mich nie wieder. Das allerletzte Mal, komm. 20 Jahre Knast, jeden Tag 6 Uhr früh aufstehen. 12 Stunden in der Tütenkleberei. Und die Jungs, die da auf dich warten. Weißt du schon, mit wem du in der Zelle bist? 20 Jahre, Hans, das ist eine verdammt lange Zeit. Und du stehst da drin nicht ein einziges Jahr durch. Ulf, bitte. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Was du deinen Sohn damit antust. Du verdirbst dem armen Kerl sein gesamtes Leben. Dabei weiß ich ganz genau, wie sehr du ihn lieb hast. Ja, das hab ich wohl. Wie alt ist dein Sohn jetzt? 11. Seit einem Monat ist er 11. Hans, für dich kann ich jetzt nichts mehr tun. Du kriegst dein Leben nicht mehr in den Griff. Und ich denke, du weißt jetzt ganz genau, was du zu tun hast. Ich kann nur noch eins für dich tun. Ich kann dafür sorgen, dass dein Sohn Abitur macht. Und vielleicht sogar studiert. Versprich mir, dass aus meinem Jungen was wird. Versprich mir, dass aus dem was wird, ja? Das verspreche ich dir, Hans. Kriegst du das alleine hin? Ja. Jürgen. Von neulich. Jürgen Simmel. Ich hab doch hier neulich bei Ihnen dieses schicke, wunderschöne Sofa gekauft. Auf meinen Namen. Jürgen Simmel. Naja, und jetzt bin ich hier, um zwei Dinge zu erfragen, die mich wirklich sehr freuen würden. Dürfte ich, Jürgen, Sie morgen mal zum Essen einladen? Und könnten wir diesen Kauf des Sofas auf meinen Namen, Jürgen Simmel, könnten wir das vielleicht, weil 3000 Euro sind für einen Jürgen Simmel ja eine ganz schöne Stange, könnten wir das irgendwie rückgängig machen? Die Antwort ist leider zweimal nein. Danke. Kein Problem. Den Widerstand einer Frau mit den Mitteln des Charmes zu brechen bedeutet, erstens, wir nennen unseren Namen innerhalb des Gesprächs so oft es geht. Zweitens, wir verknüpfen unseren Namen mit positiven Adjektiven. Kacke. Morgen, Herr Simmel. Überraschung! Schenken mal ganz anders. Oder wie sage ich es richtig? Entschuldigung, leicht gemacht. Oder hier, der kleine Karriereberater, der richtige Umgang mit dem Chef. Das wird dem Dr. Tillmann aber das Genick brechen. Sie müssen lernen, die kleinen Dinge ernst zu nehmen, Herr Simmel. Und? Flasche Whisky getrunken, ein paar Schmerztabletten genommen. Mit 4,3 Promille gestern Nacht so zwischen 2 und 4 in den Rhein gefallen. 6 Stunden drin. Sind eine Fremdeinwirkung? Ach was. Hier. Das Foto hat er in der Hand gehabt. Die Kollegen haben seine Ex-Frau informiert.
Jetzt hätte ich mal eine Frage. Hat ihr zwei das mit dem Arschabdruck am Tatort? Der Mautis hat sich ein zu viel hinter die Binde gekippt und ist in den Rhein gefallen. Ich finde die Menge an Todesfällen und Selbstmorden um Dr. Tillmann herum bemerkenswert. Ich finde den Mangel an Beweisen bemerkenswert. Vielleicht ist es ja doch nur ein Zufall. Das zeichnet ja einen gut geplanten Mord aus. Aber wenn es sich ja wirklich um Zufälle handelt, dann wäre das der richtige Moment, um abergläubisch zu werden. Wen haben wir denn noch? Tillmanns Frau muss doch Gloria gekannt haben. Vom Babysitten. Das kann doch nicht sein, dass wir immer noch keinen Gewinner haben, denn es sind sage und schreibe 3.000 Euro im Jackpot. So viel Geld bräuchte ich jetzt auch für meine Couch. Leute, hat denn keiner Lust, einfach mal Urlaub zu machen für 3.000? Ich würde nach Hawaii. Ich darf mit niemandem mehr reden. Ja, das ist ja auch bedingt richtig, aber wir sind von der Polizei und würden uns gerne mal mit deiner Mama unterhalten. Wo ist die denn? In der Ballettschule. Ihr seid keine Polizei. Ihr seht blöd aus wie Clowns. Warte mal, warte. Wir sind ja auch sowas wie Clowns. Zauberclowns. Und mein Kollege, weißt du, was der hat? Der hat Zauberohren. Schau, was ich da alles rausholen kann. Ups. 2 Euro. Wie machen Sie denn das? Hallo? Hallo. Nochmal 1.000 Euro. Jetzt bist du dran. Warum darfst du denn mit keinem mehr reden? Hat dich schon mal jemand angesprochen? Sie können doch nicht den kleinen Jungen da verhören. So ein alter Mann und eine alte Frau waren da. Und haben böse Sachen über meinen Papa gesagt. Weißt du denn noch, wie die ausgesehen haben? Alt eben. Ihre Namen haben dir nicht gesagt? Nee. Du hattest mit Babysitterin, die hieß Gloria? Die Gloria, die kommt aber nicht mehr. Wann war die denn das letzte Mal da? Letzte Woche. Sie hat die Sachen für den Papa abgegeben. Aber zu mir ist sie nicht mehr gekommen. Ist einfach abgehauen. Was habt ihr denn gemacht, als ich das letzte Mal da war? Sie hat eine DVD mitgebracht. Gogo, das Superschwein. Ja, kenne ich. Super Film. Den hat sie extra ausgeliehen. Und dann ist der Papa gekommen. Dann haben wir Stopp gemacht. Danach ist die Gloria noch gekommen für den Papa seine Bürosachen. Jetzt kommt sie gar nicht mehr. Wie heißt du denn? Johann. Johann, kann es sein, dass der Papa böse war auf die Gloria? Ja. Warum? Du sollst jetzt den Tausender aus seinem Ohr zaubern. Tausender schaffe ich nicht. Ich habe nur Kleingeld im Kopf. Sag, warum war dein Vater sauer auf Gloria? Der Papa wünscht, dass er noch zurückkommt. Dann macht ihr euch kaputt. Der kleine Junge, was? Gloria hat irgendwas gewusst über Tillmann, was sonst keiner wusste. Mit den Seminaren zusammenhängen oder mit der Nähe zur Familie oder damit, dass sie ein Wissen erworben hat, das sie nicht hätte erwerben dürfen. Sehr wahrscheinlich an dem Tag, an dem die beiden die DVD angeguckt haben. Oh, Dr. Tillmann, gratuliere zur neuen Aufgabe. Danke. Kann ich was für Sie tun? Ich muss gleich in eine Besprechung. Ich halte Sie nicht lange auf. Ich habe nur eine einzige Frage. Was ist mit Ihrer Frau Brandt los? Wieso? Sehen Sie, Sie haben den Fall doch eigentlich aufgeklärt. Sie haben den Attentäter, der sich eine Kugel durch den Kopf gejagt hat. Sie haben das Video, das klar ersichtlich macht, dass dieser Mann die Bombe unter das Auto gelegt hat. Und dennoch kommt Frau Brandt zu mir und unterstellt mir Mord und Totschlag. Und das macht mich sehr traurig. Weil ich glaube, dass diese Frau eine sehr fähige Mitarbeiterin war. Ist. Bitte? Fähig ist. Frau Brandt hat einen guten Ruf. Einen sehr guten sogar. Sie haben auch einen sehr guten Ruf. Danke vielmals. Herr Simmel, ich glaube, meine Theorie von vorhin stimmt. Die DVD Gogo das Superschwein wurde ausgeliehen am 11. März. An dem Tag hat Gloria bei Tillmanns auf Johann aufgepasst. An dem Tag ist aber auch Frau Finke gestorben. Danach war Gloria nie wieder zum Babysitten da.
Stattdessen hat sie gleich am 12. März drei Bücher ausgeliehen. Eines, wie man lernt, sich zu entschuldigen. Eines, wie man den Umgang mit dem Chef lernt. Und eines, wie man Überraschungen bereitet. Sie hatte was gut zu machen. Ich bin sicher, dass Gloria an dem Tag, als sie zum letzten Mal auf Jörn aufgepasst hat, irgendwas gesehen oder gehört hat, was mit dem Tod von Frau Finke zusammenhängt. Frau Brandt, ich... Sie möchten bitte zum Chef kommen. Ich auch. Jetzt. Tja, gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse im Fall Finke? Oder lassen Sie es mich so formulieren, gibt es irgendwelche Fakten, Indizien, irgendwelche Beweise, die Dr. Tillmann oder eine andere Person konkret belasten würden? Nein. Nein, das... Gut. Dann ist der Fall hiermit offiziell abgeschlossen. Hat der Dr. Tillmann sich beschwert? Beschwert? Ja, so kann man das nennen. Tillmann. Herr Dr. Tillmann, guten Tag, hier ist Marie Brandt. Herr Simmel und ich, wir sitzen hier im Büro von Herrn Dr. Engler und wir möchten uns in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Sie haben heute meinen 9-jährigen Sohn vernommen. Wollen Sie mich verarschen? Das tut mir sehr leid. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Seminar nach Ernau. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Befindlichkeiten. Grüßen Sie mir Dr. Engler. Ja, danke. Wiederhören. Tja. Wir sollten zu diesem Weiß-Seminar hinfahren. Wissen Sie, was das kostet? 5.000 Euro. Eben. Und dafür muss doch was geboten werden. Das Ding hat doch Gloria organisiert, oder? Und der Tillmann, der hat's doch mit Casanova und Verführung und so. Das habe ich selbst recherchiert. Und vielleicht wusste Gloria wirklich ja etwas, was sie nicht wissen sollte. Das haben Sie selbst gesagt. Vielleicht ist da was passiert. Vielleicht feiern die da Orgien. Hier, bitteschön. Ziemlich viele Sicherheitsleute. Kein Problem. Nicht verzagen, Simmel fragen. Na, ich weiß nicht. Beunruhigt, dass diese Tür nicht bewacht ist. Wir sind nur deshalb so problemlos hier reingekommen, weil ich so schnell und findig bin wie eine Raubkatze. Entscheidend, vielleicht sogar zum wichtigsten Punkt des Seminars, meine Damen und Herren. Es ist dies die heikle Phase der Niederlage. Wir haben also unseren Angestellten exakt an der Stelle, wo wir ihn haben wollen. Er hat Angst, sehr viel Angst. Er steht unter enormem Druck. Wenn Sie nun während dieser Phase Ihren ultimativen Vernichtungsschlag ansetzen, dann begehen Sie einen großen Fehler. Warum? Weil Menschen mit großer innerer gefühlter Not enorme Kräfte entwickeln können. Mitunter sogar übermenschliche Kräfte.
Ich habe speziell zu diesem Thema eine Technik entwickelt. Ich nenne sie den weißen Raum. Wenn man Schweine schlachten will, meine Damen und Herren. Wenn man also jetzt diese Schweine schlachten will, muss man berücksichtigen, dass dies äußerst sensible, mitunter hochintelligente Tiere sind. Schon während des Transports werden sie in Angst und Schrecken versetzt. Am Schlachthof angekommen, riechen sie das Blut der anderen Schweine. Sie spüren den nahen Tod und verfallen in eine Art Hysterie. Schlachtet man sie in diesem Zustand, ist das Fleisch gänzlich ungenießbar und somit wertlos. Es gibt nun Schlachthöfe, die einen sogenannten weißen Raum haben. In einer hellen und sehr freundlichen Atmosphäre werden die Schweine mit warmem Wasser besprüht. Und während dieser tropischen Dusche entspannen sich die Tiere, bauen ihren Stress ab, verlieren ihre Angst. Und im absoluten Hochgefühl setzt man dann den Schlachtapparat an. Hier kann man nun diese Erkenntnis auf unsere Situation übertragen. Befindet sich der Angestellte in der Phase des größtmöglichen Drucks, der größtmöglichen Angst, beruhigen Sie ihn. Versprechen Sie ihm eine Verbesserung seiner Situation. Versprechen Sie ihm, was Sie wollen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und wähnt er sich dann in Sicherheit, ist er dann euphorisiert, dann schlagen Sie zu. Und dieser Schlag wird das Problem definitiv lösen. Lassen Sie mich doch bitte los! Gezeigt, was? Das wird schon, Herr Simmel. Kommen Sie morgen wieder. Das kann dauern. Kann ich mir vorstellen. Das ist ein Schock. Hey, Marie. Schönen guten Abend. Eske? Schatz, was ist denn? Marie, du machst mir Angst. Was ist passiert? Hams, ich habe alles falsch gemacht. Sie haben sich unerlaubt Zutritt zu einem privaten Anwesen verschafft. Sie sind inoffiziell und ohne sich auszuweisen in eine geschlossene Gesellschaft eingedrungen. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, haben Sie obendrein noch eine Schlägerei begonnen. Mit dem Ergebnis, dass jetzt einer meiner Männer mit einer Fraktur im Krankenhaus liegt.
Aber das Beste von allem, Frau Brandt, ist, dass alles, aber auch wirklich alles von Videokameras aufgezeichnet wurde. Einfach alles. Mann. Ich weiß wirklich nicht, welcher Teufel sie da geritten hat. Und ich weiß auch nicht, was für eine Privatfehde sie mit Dr. Tillmann ausfechten. Aber eins weiß ich ganz sicher, nämlich, dass sie ihm keinen größeren Gefallen hätten tun können. Denn egal, ob ich es jetzt will oder nicht, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss sie vom Dienst suspendieren. Mit sofortiger Wirkung, versteht sich. Na, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Dann kann ich dir im Geschäft ein bisschen helfen. Marie, ich habe heute eine Anzeige bekommen wegen Tierquälerei. Die war zwar anonym, aber angeblich von irgendjemandem aus der Nachbarschaft. Bitte? Unangemessen ernährt, pflegt und oder nicht verhaltensgerecht unterbringt. Wenn sich das rumspricht, kann ich den Laden dicht machen. Ich habe keine Ahnung, wer mich angezeigt hat. Ach, ich bringe das in Ordnung, Herbst. Guten Morgen, Herr Simmel. Frau Brandt. Wie geht's Ihrem Bein? Ich habe etwas mitgebracht, das Nötigste. Und ein paar Sachen zum Anziehen. Ich hoffe, es passt. Ist von meinem Mann. Ist ein toller Korb. Tillmann. Hier, Schweinskopfsülze. Der wusste genau, dass wir kommen würden. Der wollte, dass wir in das Seminar gehen, damit er sie zusammenschlagen lassen konnte. Es war alles geplant. Ja. Das ist ein richtiges Monstrum, ne? Und wir haben keine Beweise. Hier, ich habe eine Erklärung vorbereitet, dass Sie mit sämtlichen meiner Ermittlungsschritte nicht einverstanden waren und dass ich Sie gezwungen habe, mitzumachen. Ist hier in dieser Herrenzeitschrift, die lesen Sie doch so gern. Wenn ich bis in 2 Stunden nicht zurück bin, dann rufen Sie bitte die Polizei. Was haben Sie denn vor? Ich fahre zu Tillmann und zwar jetzt sofort. Frau Brandt, warten Sie, ich komme mit. Alter Schwede. Sollen wir diesmal die Festung stürmen? Wir schlagen ihn mit seinen eigenen Waffen. Wir führen ihn in den weißen Raum. Da kommt ein Wagen. Mann, immer dasselbe. Glauben Sie, unser Plan wird funktionieren? Wir kriegen das hin, Herr Simmel. Ich sag's wirklich ungern, aber bis jetzt ist alles schiefgegangen. Guten Tag. Guten Tag. Verzeihen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Brandt, das ist Herr Simmel von der Kripo Köln. Wir wollten zu Ihrem Mann, um uns zu entschuldigen. Ach so, ja. Ich verstehe. Ich muss jetzt eigentlich gleich weg. Ach, bitte, es ist uns sehr wichtig. Wir warten gern. Ja. Könnten Sie bitte Ihre Schulgut abtreten? Selbstverständlich. Einen Moment, ja. Ulf? Ulf! Schmuck? Schmuck. Was machen Sie denn da? Stellen Sie das sofort wieder hin. Was wollen Sie hier? Wir sind gekommen, um uns zu entschuldigen. Das haben Sie gestern telefonisch gemacht, bitte. Bitte. Danach haben Sie mein Seminar gestürmt. Ich habe Fehler gemacht, ja. Ich weiß. Und niemand außer mir ist dafür verantwortlich. Das heißt, Sie wollen mir jetzt sagen, dass es keine Beweise gibt, weil es nichts zu beweisen gibt? In diesem Fall glaube ich Ihnen sogar, dass Sie es nicht wissen. Wie bitte? Ihre Assistentin Gloria hat sich schuldig gefühlt,
als sie mitbekommen hatte, dass Herr Mautis Frau Finke getötet hat. In ihrem Auftrag. Ihre Art, sich zu entschuldigen, gefällt mir nicht. Als sie das letzte Mal auf ihren Sohn aufgepasst hat, da hörte sie ganz zufällig ein intimes Telefongespräch mit. Danach spürte sie, dass sie ihr nicht mehr vertrauen, und sie hat ihnen einen Brief geschrieben. Darin schwört sie in ihre absolute Loyalität. Ist es nicht absurd, dass sie alles verlieren und ins Gefängnis kommen, nur weil die junge Frau sie so verehrt hat? Sie wussten doch, wie gerne Gloria Überraschungen macht. Am Ende verstehen sie nicht allzu viel von Menschen, oder? Frau Brandt? Sie wissen, was mit ihr los ist? Nein. Sie ist heute Morgen entlassen worden, hat sie Ihnen das nicht gesagt? Stimmt das? Herr Simmel, das ist doch jetzt völlig unwichtig. Sie haben Herrn Mautis beauftragt, Frau Finke zu töten. Und das bestätigt Gloria in dem Brief, den ich hier finden werde. Ich glaube, Ihrer Kollegin geht es nicht gut. Frau Brandt! Herr Simmel, ich weiß, wo der Brief ist! Frau Brandt, hören Sie auf damit, verdammt nochmal! Schaffen Sie diese Ehre hier raus, oder Sie haben ein massives Problem. Los! Frau Brandt, wie können Sie mich in diese Situation bringen? Hä? Herr Simmel, das tut mir wirklich aufrichtig. Ich entschuldige mich für meine Kollegin. Ich wiederhole. Ab. Blöde, verdammt noch mal. Im Gegensatz zu Ihnen kann ich es mir in den Geist rausgeschmissen zu werden. Herr Simmel, ich wollte doch... Hör doch auf, Frau Brandt. Ich suche mir jetzt da hinten ein Taxi oder sowas. Ihr Frosch ist immer der mit den größten Locken. Immer dasselbe. Haben Sie den Brief gefunden? Soll ich Ihnen sagen, wo er war? In Ihrem Lieblingsbuch. Komisch. Warum kommen Sie hierher? Warum sind Sie mit Ihrem Superbeweis nicht gleich zu Dr. Engler gegangen und haben einen Haftbefehl für mich erzwungen? Sie wissen, dass dieser Brief kein Beweis ist. Selbst wenn Gloria diesen Blödsinn geschrieben hätte, von dem Sie mir vorhin erzählt haben. Ich werde Ihnen jetzt ganz genau sagen, was passieren wird. Und ich weiß das, weil ich mein Geld damit verdiene. Ganz egal, ob Sie mit oder ohne diesen Brief hier rausgehen, Sie werden Ihren Job nicht wiederbekommen. Aber noch viel schlimmer wird sein, dass Ihr Mann kein Bein mehr auf die Erde bekommen wird.
Der verkauft keinen Gummi mehr. Er wird in Köln nicht mal mehr eine Würstchenbude aufmachen. Dafür würde ich sorgen. Er wird zu Hause sitzen und eines Tages wird er anfangen, sie zu hassen. Und das alles nur, weil sie unbedingt Recht haben müssen. Ich werde weiterhin mit meiner Familie hier ganz wunderbar und glücklich leben. Währenddessen Sie und Ihr Mann auf die Sozialhilfe zusteuern werden. Tja. Sie haben mich durchschaut. Ich will nur wissen, ob ich recht habe, ja. Gut. Kommen Sie. Ich bring Sie raus. Na, kommen Sie. Herr Dr. Thielmann. Ich mache Ihnen ein Angebot, um die ganze Sache friedlich zu lösen, aber ich mache es nur ein einziges Mal. Sie geben mir jetzt den Brief. Ich kann für Sie nichts mehr tun. Aber Ihrem Mann kann ich das Leben erheblich erleichtern. Ist Ihre Wahl. Sie lassen meinen Mann in Ruhe? Ja. Sie sind schlau. Aber nicht so schlau, wie ich dachte. Ich habe Gloria sehr gemocht. Sie war ehrgeizig, fleißig, manchmal ein wenig verbissen. Als sie mitbekommen hat, dass ich Mautes den Auftrag gegeben habe, Frau Finke loszuwerden, ist sie mir ein wenig zu nahe gekommen. Das war ihr Pech. Und nachdem mir Herr Finke auch schon ziemlich auf die Nerven ging, dachte ich mir, es ist eine gute Gelegenheit, beide loszuwerden. Finke und Gloria. Warum erzählen Sie mir das alles? Weil es mir ehrlich gesagt großen Spaß gemacht hat, mit Ihnen zu spielen. Manchmal musste ich mich sogar ein bisschen anstrengen. Jetzt sind Sie am Ende. Sie sind fertig. Und es ist völlig egal, was ich Ihnen erzähle. Es wird Ihnen niemand mehr glauben. Selbst Ihr kleiner Blödmann nicht. Kleiner Blödmann, hä? Hätte ich echt nicht gedacht, dass er so blöde ist. Das haben Sie nicht mit eingerechnet, oder? Dr. Thielmann? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Eitelkeit und Dummheit sind eng verwandt. Das mit dem weißen Raum funktioniert ja wirklich nicht nur bei Schweinen. Man muss sich nur sicher genug fühlen. Und Ihr Buch ist auch blöd. Morgen, die Herrschaften. Hallo. Guten Morgen. Tja, wie Sie hier sehen können, habe ich mich offiziell vor Sie gestellt, was aber nicht heißt, dass ich Ihren Alleingang gutheiße. Es gibt nämlich einen Grund dafür, warum ich auf der anderen Seite des Schreibtisches sitze und Anordnungen gebe. Ich bitte Sie, das vielleicht in Zukunft zu beherzigen. Ich weiß Ihre Arbeit nämlich durchaus zu schätzen. Gute Besserung, Herr Simmel.
Einfach hier abstellen. Sehr schön. Und seien Sie ehrlich, wie Sie sie finden, ja? Hier. Schönen Tag noch. Ja, tschüss. Haben Sie die so bestellt? Sie heißt Diana. Die Couch? Nein, die Verkäuferin. Na, vielleicht kann man was drüberlegen. Mhm. Genau. Ich zahle 200 € im Monat, dass ich hier was drüberlege.